Im Stuttgarter Palladium-Theater hält jetzt also ein Liebeskrimi-Einzug. Den Roman von Daphne du Maurier oder den Kultfilm von Alfred Hitchcock, den kennen Sie vielleicht. Und jetzt gibt's das Ganze eben auch als Musical. Markus Frank hat sich Rebecca vorab schon mal angesehen und war Feuer und Flamme. Ich hab geträumt von Mandelin. Gespenster der Vergangenheit. Im neuen Musical Rebecca sind sie allgegenwärtig. Die Titelfigur ist bereits zu Beginn des Stückes tot. Doch der Schatten der Verstorbenen steht zwischen ihrem Mann und seiner neuen Frau. Was geht dich diese gottverdammte Boje an? Oh, bitte, Maxim! Was bitte, was? Was? Oh, Maxim, was? Du machst mir Angst! 1938 veröffentlicht Daphne du Maurier ihren Roman Rebecca. Die Geschichte um Schein und Sein, Lüge und Wahrheit wird ein weltweiter Bestseller. Zwei Jahre später setzt Alfred Hitchcock den Roman in Szene. Sein erster Hollywood-Film bekommt gleich zwei Oscars. Guten Tag. In den Hauptrollen Joan Fontaine und Judith Anderson als böse Mrs. Danvers. Nicht wahr? Sie glauben auch, dass sie wiederkommt. Nein, nein, sie kommen nicht wieder. Aber was geschieht, wenn sie nun doch zurückkommt nach Manderley? Und ihren Platz besetzt findet. Im Musical ist Pia Daus die hinterhältige Haushälterin. Eine Paraderolle für die Holländerin, die in Stuttgart schon als Elisabeth und Milady in Drei Musketiere zu erleben war. Also ohne Bösewicht kein Drama, so sagt man, und ohne Konflikt keine Geschichte. Und ich glaube, deshalb ist es so interessant, solche Rollen zu spielen, weil ich denke immer, warum sind die Leute so geworden? Warum ist sie so geworden, wie sie geworden ist? Und was bewegt sie, so zu sein? Das finde ich immer interessant an solchen Rollen. Mr. und Mrs. de Winter werden von Thomas Borchert und Lucy Scherer gespielt. Die beiden waren schon im Tanz der Vampire, ein Liebespaar. Also hier darf ich Lucy endlich küssen und bisher durfte ich sie ja nur beißen bzw. so ein bisschen annagen oder aussaugen. Eine Mischung aus Krimi und Liebesgeschichte vom Traumteam Michael Kunze und Silvester Lewey. Das größte Geschenk für mich, was auch wirklich mit das meiste ausmacht, in meine Freiheit, kreativen Freiheit, ist Michaels Vertrauen zu mir. Er ist ein Komponist, der sehr sensibel verschiedene Charaktere musikalisch beschreiben kann und ihnen eine eigene Sprache geben kann, was fürs Musiktheater entscheidend ist. Aber was noch viel wichtiger ist, er komponiert mit Herz. Höhepunkt des Stücks: Manderley in Flammen. Eine Szene, die die Zuschauer nicht so schnell vergessen werden. Ganz schön gefährlich. Doch Pyrotechnik-Profis und die Stuttgarter Feuerwehr sorgen dafür, dass das Theater nicht abbrennt. Nächstes Jahr soll Rebecca an den Musical-Kultstätten New Yorker Broadway und Londoner West End aufgeführt werden. Doch jetzt ist das Stück der großen Gefühle erstmal bei uns in Stuttgart zu sehen.